Oi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem 1:0 Erfolg gegen die Ukraine schafft das Nationalteam den erstmaligen Einzug ins EM-Achtelfinale in der Geschichte. Herr Franco Foda, wie sind die ersten Emotionen nach dem Spiel und wie lautet deine erste Analyse? Ja, die Emotionen direkt nach dem Spiel waren großartig. Das sind die schönen Momente im Fußball, wenn du Spiele gewinnst. Ja, wir wollten Geschichte schreiben. Das war immer unser Thema. Schon am ersten Tag der Zusammenkunft haben wir uns klar ein Ziel definiert. Wir wollten ins Achtelfinale kommen. Das haben wir erreicht. Historischer Sieg heute und Kompliment an die Mannschaft. Bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Von der ersten Minute an hat man immer gespürt, die Mannschaft will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Einzige Manko war in der ersten Halbzeit, dass wir hätten eigentlich höher führen müssen. Ja, wir hätten noch das 2-3-0 erzielen können, hatten klare Tormöglichkeiten. Und auch in der zweiten Hälfte haben wir dann oft einmal die Konnersituation nicht ganz zu Ende gespielt. Aber trotzdem ein Riesenkompliment. Bin sehr, sehr stolz auf die gesamte Truppe und möchte mich aber auch bei dem gesamten Betreuerteam bedanken, bei dem Trainerstaff, bei allen Mitarbeitern des ÖFB. Sie haben alles für uns gegeben, dass wir uns wohlfühlen. Wir hatten gute Anreisen, einen guten Plan gehabt insgesamt in der Vorbereitung. Und deshalb gehört der Sieg uns allen und auch den Fans, die hier zahlreich erschienen sind. Und leider Gottes ist es ja wahrscheinlich so, dass in London keine Zuschauer mitkommen dürfen aus Österreich. Ich hoffe, dass die UEFA vielleicht noch eine Veränderung vornimmt. Es wäre sehr, sehr schade. Jetzt sind wir im Achtelfinale und ja, da wäre es ja wunderschön, wenn dann auch viele Zuschauer aus Österreich mit dabei sein könnten. Frau Kone, danke und natürlich dem Flo auch gratuliere nochmal persönlich. Man of the Match. Tolles Spiel gemacht, sowohl taktisch wie auch im Spiel mit Ball und gratuliere. Ja, wie der Teamchef gerade gesagt hat, Florian Grillitsch wurde von der UEFA zum Heineken Star of the Match erkoren, für eine bärenstarke Leistung ausgezeichnet. Florian, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, der Trainer hat schon ganz gut analysiert. Wir sind gut ins Spiel reinkommen, haben das Spiel eigentlich größtenteils kontrolliert, haben gute Chancen gehabt, gute Momente zum Umschalten, haben uns gut in den Zwischenräumen bewegt, wo wir hinkommen wollten und ja, haben uns eigentlich gute Chancen rausgespielt. Das Einzige, was halt ein Manko war, dass wir nicht 2 oder 3-0 führen und so in die Halbzeit gehen, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, zweite Halbzeit, weil man weiß natürlich, wenn man nur 1-0 vorne ist, dass irgendwann ein bisschen Druck aufkommt wie am Ende, aber ich denke, allen haben wir das souverän runtergespielt. Am Ende natürlich haben es dann viele Flanken in die Box gebracht, aber das haben wir alles gut wegverteidigt und das war mit und Gegenball, denke ich, eine unserer besten Leistungen und haben auch verdient gewonnen und sind verdient ins Achtelfinale einzogen. Wie waren jetzt die Emotionen beim Schlusspfiff, dann auch die anschließende Feier mit den Fans? Ja, die Emotionen, es ist unglaublich, wir haben Geschichte geschrieben. Für ganz Österreich, ich denke, heute ist ein Tag zum Feiern. Ich habe leider nur kurz mit den Fans feiern können, weil ich zu den Interviews musste. Leider, ist bitter, aber ja. Wir sind überglücklich, klar sind wir jetzt auch alle kaputt, aber ich denke, die Freude überwiegt und ja, wir sind einfach richtig stolz auf uns. Es kommen schon die ersten Fragen. Wir beginnen bitte mit Emmanuel Barangé von der Agence France-Presse. Hello, this is a question for the coach, please. Coach, you will meet Italy, please. Can you tell us what do you know about this team, what that means to you and to you personally, because your father was from Italia, from Venezia. Is it something important for you and do you speak Italian? Thank you. Nein, ich spreche leider kein Italienisch. Und aber klar, die Vorfreude ist riesengroß. Wir haben natürlich auch Scouts vor Ort gehabt, die Italien schon beobachtet haben. Wir haben ja auch zwei Spiele live verfolgen können, weil wir ja gewusst haben, dass wir eventuell danach auf Italien treffen können. Und denke, wir haben, klar, im ersten Moment schaut es so aus, als ob die Aufgabe unlösbar wäre, weil Italien seit Ewigkeit kein Spiel mehr verloren hat. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Irgendwann kassierst du auch mal eine Niederlage. Und wenn wir so auftreten wie heute, dieser Entschlossenheit haben wir auch Möglichkeiten, in London gegen Italien zu bestehen. Und
weiß, wie sie spielen. Wir werden uns etwas einfallen lassen, wie wir dann auch dort agieren können. Und ja, in einem Spiel ist alles möglich. Und wenn du im Achtelfinale bist, wir haben jetzt klar Geschichte geschrieben, wir haben ein riesengroßes Ziel erreicht. Aber wenn du im Achtelfinale bist, dann willst du natürlich auch ins Viertelfinale. Und das wäre dann nochmal der absolute Hammer. Und darauf werden wir uns dann ab übermorgen gezielt vorbereiten. Heute ist mal Feiern angesagt, morgen Regeneration und ab übermorgen dann explizite Vorbereitung auf das Spiel gegen Italien. Albert Schewalenko. Der Kollege dürfte schon die Frage zurückgezogen haben. Wir fahren fort mit Christoph Gastinger, bitte. Gratulation an Florian, Gratulation an den Teamchef. Frage an den Teamchef. Wann hat denn Österreich zuletzt so ein gutes Fußballspiel gemacht? Also unter meiner Regie haben wir gerade bei der EM-Qualifikation haben wir viele, viele gute Spiele gemacht. Sonst hätten wir uns für die EM nicht qualifiziert. Und heute war das natürlich eine Top-Leistung zum richtigen Zeitpunkt. Und die Mannschaft hat alles das umgesetzt, was wir besprochen haben. Sie haben auch eigene Entscheidungen dann auf dem Platz getroffen in gewissen Situationen. Und genau so muss es sein. Gibt es eine Nachfrage, Christoph? Ist alles beantwortet? Ich wollte noch nachfragen, haben Sie ein Spiel bewusst im Kopf, wann Sie das letzte Mal Ihre Mannschaft wirklich so auftreten gesehen haben? Und auch zu Ihrer Zufriedenheit, muss man ja sagen. Ja, da gab es schon einige Spiele. Aber jetzt so direkt nach dem Spiel, also kann mich erinnern, Nordmazedonien in Norwegen haben wir toll gespielt in der Nations League. Erste Halbzeit in Nordirland. Also es gab immer wieder Phasen, wo wir richtig gut im Spiel waren. Aber das große Manko auch in diesen Spielen war, dass wir zu wenig Tore erzielt haben. Aber ansonsten gibt es viele gute Spiele, die wir absolviert haben. Aber heute ist natürlich ein besonderes Spiel, weil wir waren bei einer Europameisterschaft. Wir mussten das Spiel unbedingt gewinnen. Und dann so eine Leistung abzurufen, das zeigte, dass die Mannschaft bereit war. Und ich habe ja immer gesagt, wir werden bereit sein. Und die Mannschaft hat es umgesetzt. Also großes Kompliment an die Spieler. Alois Cheater, bitte. Ja, hallo, Gratulation auch von meiner Seite zum Aufstieg. Eine Frage, auch wenn es ein bisschen hypothetisch ist, aber wir waren ja insofern unter Zugzwang, wir haben ja den Sieg gebraucht, damit wir Zweiter werden. Ist das vielleicht ein ganz ein bisschen ein psychologischer Vorteil gewesen, dass man noch mehr nach vorne marschieren musste, noch aktiver sein musste, im Gegensatz zu den Ukrainern, denen ja ein Punkt für Platz 2 gereicht hätte? Ja, ich habe ja im Vorfeld betont, wir wollen von der ersten Minute an zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und das hat die Mannschaft getan. Wir haben auch nie darüber gesprochen, dass uns eventuell ein Unentschieden genügen würde, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen, wie gesagt, Geschichte schreiben und das haben wir getan. Und die Mannschaft war von der ersten Minute an im Spiel. Sie hat selbstbewusst gespielt, in Ballbesitz. Wir haben über die Flügel gespielt, wo wir gewusst haben, dass der Gegner Schwächen hat. Wir haben in den Zwischenräumen uns gut bewegt, in der Halbspur. Und wie gesagt, das einzige Manko war, dass wir hätten eigentlich höher führen müssen. Dann hätten wir vielleicht etwas mehr Ruhe gehabt in der zweiten Halbzeit. Ansonsten musst du halt immer wieder, gibt es immer Situationen, wo du vielleicht den Ausgleich bekommen hättest können. Aber trotzdem, tolles Spiel und hat mich sehr beeindruckt, wie die Mannschaft aufgetreten ist. David Riepert mit der nächsten Frage. Ja, hallo zusammen, auch von mir Gratulation zum Achtelfinale. Eine Frage an Florian. Wie werdet ihr diesen Erfolg jetzt feiern? Wird es im Flugzeug eine kleine Party geben oder lasst es ein bisschen ruhiger angehen? Im ersten Moment sind natürlich schon viele platt, aber ich denke, die Freude überwiegt. Im Flieger, denke ich, wird es noch ruhig sein. Wenn wir im Hotel sind, denke ich, werden wir uns schon das ein oder andere Getränk gönnen. Aber ja, natürlich alles in Maßen. Darf ich so viel sagen? Nein, ihr habt sie euch verdient. Heute ist Tag des Feierns. Mit Wasser. Albert Schewalenko, bitte. Es dürfte technisch mit dem Kollegen leider nicht funktionieren. Hubert Giegler. Ja, hallo. Gratulation auch von meiner Seite. Der Franco, die
die Chancen, die mangelnde Chancenauswertung wurde schon angesprochen. Das hat ja das Ganze dann noch ein bisschen Sorgen ausgelöst, dass, wie du gesagt hast, dass leider ein Ausgleich immer passieren kann. Wie ist denn die Leistung jetzt von Marko Arnautovic in diesem Zusammenhang vor allem zu beurteilen? Herr Giegler, seien Sie mir jetzt bitte nicht böse. Wir haben hier einen historischen Sieg an den Tag gelegt. Wir haben Geschichte geschrieben und Sie stellen mir so eine Frage. Freuen Sie sich doch einfach mal mit uns und mit der Mannschaft. Das wäre doch mal positiv. Und jetzt fragen Sie mich direkt nach dem Spiel, wie ich Marco seine Leistung einschätze. Sagen Sie einfach, wir freuen uns, wir haben toll gespielt und das würde mich mal freuen. Wirklich. Mal diese. Na, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Also bitte darüber. Nicht böse sein, aber so Fragen kann ich jetzt leider nicht beantworten. Ich war mit ihm zufrieden und er hat das gebracht, was ich von ihm erwartet habe. Christian Hackl, bitte. Unfassbar. Sieht man mich? Jetzt hört man dich. Bitte die Frage nochmal beginnen. Hallo Teamchef, hallo Florian, ich freue mich extrem. Ja. Zum Glück. Ich denke jetzt schon immer weiter. Ich denke schon immer weiter ans nächste Spiel. Jetzt Italien, ich meine, das ist ein Traum. Was muss da alles passieren, dass man noch eine größere Geschichte schreiben kann? Ich weiß es unmittelbar nach dem Match, aber das ist natürlich die Mannschaft der letzten Monate. 30 Partien ungeschlagen, dann haben die auch mit der B-Mannschaft jetzt gewonnen. 11 Partien, keine Gegentore. Was kann man da sagen? Kann es auch nur locker bleiben oder wie bereitet man sich auf das vor, um wirklich die größte Geschichte wahrscheinlich zu schreiben? Also ich kenne die Mannschaft sehr gut, habe zwei Spiele auch live gesehen und also im Fernsehen. Ja. Weiß, wie sie spielen und habe auch schon einen Plan, wie wir dagegen spielen können. Und wie gesagt, sie sind jetzt eine Ewigkeit ungeschlagen, aber irgendwann kommt mal der Tag, ja, wo vielleicht auch bei der italienischen Mannschaft etwas nicht funktioniert. Ja. Und wenn wir die Leistung abrufen können von heute und dann vielleicht noch eine kleine Schippe drauflegen könnten, dann sind wir auch in der Lage, auch gegen Italien zu bestehen. In einem Spiel ist immer alles möglich. Das zeigt der Fußball, gerade auch bei so einer Europameisterschaft. Das ist ja oft auch das Faszinierende, dass es immer wieder auch Überraschungen gibt. Und wenn du im Achtelfinale bist, dann willst du natürlich auch versuchen, ins Viertelfinale zu kommen. Das ist sehr logisch. Sind deine Fragen beantwortet, Christian? Ja. Ja. Dann fahren wir fort mit Andreas Heidenreich. Gratulation zu dieser Leistung und dem Aufstieg. Herr Foda, wie fühlt sich das jetzt an für Sie? Ist das jetzt eine Situation, wo man sagt, jetzt hat man eigentlich das große Ziel erreicht? Ab sofort ist es ein bisschen ein lockeres Gefühl, wo man nur noch gewinnen kann und nichts mehr zu verlieren hat, wo man vielleicht noch eine Spur Mut zulegen könnte? Also die Lockerheit war ja bei uns immer da. Also wir hatten von Anfang an seit der Zusammenkunft eine tolle Stimmung. Wir haben gemeinsame Abende verbracht, Teambuildings abgehalten und Stimmung war extrem gut, auch nach dem Holland-Spiel, obwohl wir da nicht zufrieden waren insgesamt, weil es wäre vielleicht mehr drin gewesen in diesem Spiel. Aber das haben wir in Ruhe und sachlich auch besprochen. Und klar, jetzt haben wir ein großes Ziel, wir haben Geschichte geschrieben, das haben wir erreicht. Aber wenn du im Achtelfinale bist, dann willst du auch ins Viertelfinale. Das heißt, heute darf die Mannschaft feiern, morgen steht Regeneration auf dem Programm und ab übermorgen müssen wir uns dann wieder gezielt auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und in einem Spiel ist alles möglich. Siehst du, im Fußball. Aber dieses Gefühl, wenn ich noch nachfragen darf, dieses Gefühl, man hat jetzt nichts mehr zu verlieren, haben Sie das nicht? Man hat immer was zu verlieren, weil wenn man verliert, ist man ausgeschieden. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es war einfach wichtig jetzt für den gesamten österreichischen Fußball, für das Team, für die Fans, weil wir haben ja immer davon gesprochen, es fehlt etwas die Euphorie, jetzt ist die Euphorie ist ja da, wenn man sieht heute die Fans, wie sie die Mannschaft gefeiert hat. Ich glaube, das ist ja das Schöne. Ich habe immer betont, man kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Ja? Wir brauchen die Unterstützung der Fans, auch der Medien von allen und vom gesamten Betreuerteam, von allen Mitarbeitern. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen zusammengeschweißt, auch in den letzten 2-3 Wochen. Und deshalb waren wir immer positiv gestimmt, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist. Und jetzt, wie gesagt, kurz durchatmen, feiern
morgen regenerieren und dann weiterschauen. Emmanuel Barangay, bitte. I'd like to ask him a question to the coach about Christoph Baumgartner. When he scored the goal, he was maybe a little bit knockout again because he get out of the pitch. How is he feeling now? And does he remember he scored the goal today? Nein, ihm geht's soweit gut. Er hat ja vorher schon Probleme gehabt vor dem Tor, bevor er das Tor erzielt hat. Gott sei Dank ist er noch drauf geblieben auf dem Platz, hat das Tor erzielt und danach hat er Schwindelprobleme gehabt und deswegen haben wir uns dann entschlossen, ihn auch auszuwechseln. Und aber ja, hat sein Tor erzielt und insofern bin ich dann auch mit ihm zufrieden. Wir versuchen es nochmal mit Kollegen Albert Schewalenko. Wir hören Sie, Herr Schewalenko, bitte. Oh, vielen Dank. Vor der ersten Mal Gratulation zum Sieg. Meine Frage ist bestimmt den Gegner beachtet, Spiel gegen die Ukraine. Und die Ukraine hat sehr wenig Schüsse gemacht im Spiel heute. Überraschend für Sie. Wie haben wir geschafft, also die von der Ukraine zu schalten? Ja, wir haben gewusst, wo ihre Stärken liegen. Mit Jarmolenko am Flügel, Jaremczuk im Zentrum und Malinowski. Die Spieler haben wir aus dem Spiel genommen. Deshalb war ja auch die Entscheidung, dass David links hinten spielen soll und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Und insgesamt haben wir halt im Spiel gegen den Ball waren wir sehr aktiv. Wir waren sehr kompakt. Waren sehr geschlossen im Spiel gegen den Ball und wir haben immer wieder gewusst, dass wir dann im Ballbesitz, dass wir Räume vorfinden werden und die haben wir gut bespielt und deshalb haben wir auch absolut verdient gewonnen. Peter Altmann. So, ich hoffe, man kann mich hören. Herzlichen Glückwunsch nach Bukarest. Eine Frage an beide. Flo, du hast ja gestern durchaus öffentlich auch den Platz in der Startelf dir gewünscht. Wie kaltschnutzig muss man sein, wenn man dann so liefert? Und wie sehr hat es in dir schon gekribbelt, dass du da jetzt auch endlich einmal von Anfang an zum Zug kommen willst? Und die Anschlussfrage an den Teamchef, muss man genau diese Mentalität haben? Wie sich dann Flo da gehabt hat, dass man dann liefert? Soll ich anfangen? Also ich lese ja seit 14 Tagen keine Zeitung mehr. Hätte ich das gewusst, dass er was gefordert hätte, hätte ich ihn nicht spielen lassen. Na, Spaß beiseite. Nein, Flo war ja immer schon nah dran an der Mannschaft und habe ja auch mit ihm ein Gespräch geführt, dass er für uns, für das Nationalteam ein ganz wichtiger Spieler ist. Und wir hatten halt in den anderen beiden Spielen eine andere Idee. Aber heute war meine Meinung, dass er für dieses Spiel für uns prädestiniert ist. Und er hat eine tolle Leistung gebracht im Spiel mit Ball und auch im Spiel gegen den Ball. Und wenn er das dann gesagt hat, dann hat er bewiesen, dass er in die Mannschaft gehört. Ja, und ja, also es wird ja generell von euch Journalisten viele Fragen stellt zum Spiel, was erwartet man, was kann man erwarten und wichtig ist, dass man es dann am Platz bringt und ich denke, das haben wir heute als Team sehr gut gemacht. Wir haben immer gesagt, wir haben viel Potenzial in der Mannschaft und ich denke, heute hat man das gesehen, dass der Teamgeist 100% da war, dass wir fokussiert waren, dass wir den Sieg unbedingt wollten, dass wir da nicht auf ein Unentschieden spielen oder das Spiel irgendwie runterdrehen wollen, sondern man hat gesehen, wir waren 100% fokussiert und deswegen sind wir auch heute verdient als Sieger vom Platz gegangen. Peter, für das Rauswerfen. Wir versuchen es nochmal, bitte die letzten kurzen Fragen stellen. Wir müssen dann auch das Podium an die ukrainische Mannschaft weitergeben. David Ribortz. Ja, noch eine kurze Nachfrage an den Teamchef. Herr Foda,
Die Italiener haben jetzt seit mehr als 1000 Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Ein 0:0 würde ja bekanntlich fürs Elferschießen reichen. Steht dann ab übermorgen auch Elferschießen auf dem Trainingsplan? Wir werden uns schon gezielt auf den Gegner vorbereiten, aber ich glaube, dass man, wenn man gegen Italien bestehen will, dann muss man selbst Initiative im Spiel nach vorne ergreifen, man muss selbst Tore erzielen. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Spiel nicht 0:0 ausgehen wird. Aber wir sind in der Lage, gegen jede Mannschaft uns auch Chancen rauszuspielen, Tore zu erzielen. Die letzten kurzen Fragen von Hubert Giegler und Andi Heidenreich. Ja, danke. Ich wollte noch einmal klarstellen, dass ich mich hochgradig freue über diesen Erfolg. Alles gut, ey. Hubert, alles gut, kein Problem. Möchte aber trotzdem eine Frage stellen. Ja, war aufgrund des Leistungsvermögens, so wie von euch aus das Leistungsvermögen eingeschätzt wurde, davon das zu erwarten, diese klare Dominanz über die Ukraine? Hat man gewusst, insgeheim, man ist klar besser als die Ukraine, man muss dieses Spiel wirklich gewinnen? Hat man das irgendwie, ohne dass man das ja nach außen hinaus posaunt? Nein, also wir haben das intern auch besprochen, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, da entscheiden kleine Details, aber das Entscheidende war, dass wir einfach mutig und entschlossen auftreten wollten und das hat die Mannschaft von Beginn an gemacht und wir haben schon auch gewusst, Wenn jeder einzelne Spieler dort seine 100%ige Leistung abruft, dann sind wir in der Lage, gegen die Ukraine zu bestehen. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also sie haben auch den einen oder anderen Moment gehabt, aber den haben wir gut verteidigt. Und man hat es im Spiel gegen Holland gesehen, dass sie auch nach dem 0:2-Rückstand in der Lage sind, ein Spiel zu drehen. Aber was unsere Scouts auch beobachtet haben beim letzten Spiel, war, dass sie der Meinung unserer Scouts irgendwo auch Probleme hatten, körperliche, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die uns dann auch in die Karten gespielt haben. Die Abschlussfrage von Andreas Heidenreich. Ich wollte auch nochmal sagen, ich freue mich auch sehr. Nochmal Gratulation. Danke. Es wurde ja heute schon sehr, sehr viel gescherzt, mehr als sonst. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie seit 14 Tagen keine Zeitung gelesen haben. War das ein Scherz oder war das ernst gemeint? Und wenn es ernst gemeint war, warum? Ja, es war ernst gemeint, das ist so. In Seefeld gab es, glaube ich, gar keine Zeitung, oder weniger als im Avita Hotel. Und ja, weil ich bin ein Mensch, der seine Entscheidungen alleine treffen möchte, also schon mit meinem Trainerteam. Und wir sind alle Menschen und es wird ja dann immer viel diskutiert, es wird viel erzählt und wollte mich einfach von nichts beeinflussen lassen, sondern habe einfach das, von dem wir überzeugt sind, das wollten wir einfach durchziehen und das haben wir getan und das ist wirklich so. Also, aber morgen vielleicht schaue ich mal rein. Nee, aber ich habe es auch nach Nordmazedonien ehrlich nicht gemacht, auch nach dem Erfolg, weil jetzt, wie gesagt, in Seefeld gab es eh weniger Zeitung und ich lebe gut damit. Also ich muss sagen, mir geht es wunderbar dabei und hatte jetzt auch da keine Probleme. Das ist die Wahrheit. Dann vielen Dank, Franco Foda, danke Florian Grillitsch. Euch vielen Dank, liebe Kollegen. Danke, dass ihr euch auch für uns mitfreut und wir sehen uns dann morgen wieder in Seefeld. Danke. Okay, ciao, macht's gut, danke.